Fass, Haus, Joe und fast gleich. Fast gleich. Und alles Zeug im Fass, viel Zeug. Seht her, Zeug. Oh, ich verstehe, es ist eine Art Schatzkiste. Oh, das erinnert mich gerade an Breath of the Wild. Wenn man Leuten irgendwelche Sachen bringen soll. Bring mir Zeug! Und dann auf einmal hast du als Auswahlmöglichkeit beim nächsten Mal, wenn du das Zeug dabei hast, hier, Zeug! Keine Kiste. Fass! Wuff! Du willst Kiste? Löse Rätsel! Viele Kisten, knifflige Kniffkiste. Darum Joe nur rollt im Fass. Oh, weia. Der Schein trügt. Okay. 5 Schachteln wurden auf Sockel gestellt. Auf den ersten Blick sehen sie alle gleich aus, aber in Wirklichkeit ist eine von ihnen anders. Führe den Touchpad nach rechts und links auf dem unteren Bildschirm, um die Schachteln genauer zu betrachten und die Muster zu untersuchen. Wähle die falsche Schachtel, indem du den Buchstaben antippst. Hey, was soll das? Okay, die sehen also alle eigentlich gleich aus, aber eigentlich doch nicht. Okay, das ist ja cool. Okay, wir haben dort was. Das Doofe ist, die Unterseite an den Fässern können wir ja eigentlich nie so überprüfen. Mhm. Kiste! Kiste? Mhm. Kiste. Kiste? So, warte mal. Also, wenn ich das hab, das ist da oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dreh's mal bitte ein bisschen nach links. Nach links? Also so rum? Andere Richtung bitte. Okay. Noch ein Stück? Aha. Okay. Und nochmal zurück? Und noch eins zurück? Und nochmal dahin, wo es vorher war, bitte. Nochmal 2 nach rechts, ja. Achso. Und noch ein. Noch ein. Okay, hat mir nicht geholfen. Okay, finde ich gut. Das hatte ich mir gedacht. Ehrlich gesagt. Das ist jetzt schwer für mich, weil ich es nicht bewegen kann. Ja, das ist wirklich. Also ich glaube, das hier muss ich hier fast schon im Alleingang tun. Oh Gott. Wir könnten ja mal was basteln. Oh mein Gott, nein. Ich glaube, aber ich hab's schon. Ja? Sicher? Nein, aber dreh mal noch ein bisschen. Ja, ich bin mir relativ sicher. Also warte mal, ich guck auch mal. Also und wir haben an... Ja, wobei... Schwierig. Ah, das ist so. Warte mal, das und da. Wenn das an der Ecke ist, dann. Also A und C stimmen an der Stelle hier schon mal überein, glaube ich. Oder? Jetzt muss ich mal überlegen. Wenn das da ist und das da, dann ist das da. Ja, das überschneidet sich an der richtigen Stelle, das auch. Okay, A und C sind schon mal hier bei diesen drei Dingern gleich. So. Aha. Moment, das grenzt an das und grenzt gleichzeitig an das, aber... Moment, ach so. Ah, und das... Und das mit dem roten und gelben ist wahrscheinlich dann drunter. Ja. Mist, und das sieht man wieder nicht. Oh Gott, ey, ich hasse solche 3D-Rätsel. Das ist so... Das ist überhaupt nicht mein Fall. Ich muss die echt abmalen, glaube ich. Ja, das tut mir voll leid. Ist nicht schlimm. Oh Gott. Und du hast es wahrscheinlich schon raus. Nee. Na gut. Nicht sicher, das ist nur so eine Idee. Okay, ich versuche mal was. Aber ich glaube schon. So, schauen wir mal. Habe ich einen Stift? Hier habe ich einen Stift. Und ich habe nichts zu essen da, so ein Mist. Oh, Mist. Das ist doof dann. Das ist schade. So, gucken wir uns das mal an. Dann nehme ich erstmal bei C dieses Ding. Dann habe ich daneben
Okay, das da, das ist mit denen. Also ich schreibe auch mal dran, C. So, dann haben wir da oben dieses, jene, welche. Das wäre dann da eins und da ein größeres. Okay, so, gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier daneben. Darf ich die Zeichnung dann sehen, wenn sie fertig ist? Die ist echt hässlich. Also ja. Deswegen ja. So, das. Das. Okay, und dann noch ein größeres hier. Und das. Okay, und diese Seite hier könnte ich jetzt leider nicht sehen. Alles klar. So, dann gucken wir uns mal A an, zum Beispiel. Und gehen jetzt wieder von einem aus, wo wir die Position... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich das aber dann so ein bisschen mir andersrum vorstellen. So rum. Okay. Machen wir mal A. Hier hin. Dann nehme ich wieder dieses Mittelstück. Das ist dieses mit den, also ich habe als Stück, wo sich die Seiten so, also kreuzen, Dings, wie auch immer. Da habe ich das, dann ist hier grün, hier lila und da gelb. Okay, dann ist dieses dort an der Seite dran. Oh Gott. Also ich würde am liebsten ja zeigen, wie ich das male, aber ich weiß nicht, ob ich die Kamera so hingestellt bekomme. Kannst du es nicht einfach hochheben? Ach so, währenddessen du es malst, meinst du? Ja, ich versuch mal. So. Okay. Das ist jetzt, jetzt muss ich mal auf dem Bildschirm da gucken. Oh Gott. Ich hoffe, ich tippe nichts auf der Tastatur versehentlich und mache dadurch alles aus. So, und zwar gucke ich mal, wie ist das... Welche ist die grüne Kante? Ich hätte das mal echt mit Farbe machen sollen. Du musst halt jetzt die Farbe reinschreiben. Ja, grün, G. Was auch blöd ist, weil es gibt grün und gelb. Lila, L und... Mach halt Gr und G. Ich hab gar nicht so viel Platz hier. Oh Gott. Hat man eine SMS geschrieben zwischendurch? Ich glaube, ich muss das doch irgendwie anders machen. Das dauert echt zu lange. Sonst. Soll ich dir einfach meinen Tipp sagen, weil ich... Wir könnten natürlich auch einfach... Wir könnten dieses Rätsel ganz schnell fertig haben. Innerhalb von... Weiß ich nicht. Von jetzt an nur noch höchstens 2 Minuten. Indem du einfach alle mal antippst. Indem ich einfach mal alle versuche. Ja. Oh Mann. Aber das geht ja auch nicht so. Okay, aber was... Ach. Ja, was wäre denn dein Tipp und warum? E. Warum? Weil das an mehreren Stellen nicht passt. Schau mal. Auf der Oberseite ist roter Hintergrund, ein kleines grünes und ein großes gelbes. Und wenn du am D hinten guckst, der rote Hintergrund mit dem großen gelben, da schließt sich was ganz anderes dran an. Stimmt. Stimmt, stimmt. Also E. Und bei A hast du nämlich auch nochmal dieses Bild und da schließt sich das gleiche wie bei D an, aber nicht wie bei E. Warte mal, welches? Bei A. Auf der Hinterseite ist es jetzt irgendwo. Also, warte mal, bei A? Welches das? Da hast du auch das mit rotem Hintergrund, großem Gelben und kleinem Grünen. Und es passt zu D, aber nicht zu E. Okay, ja, dann finde ich es eine gute Idee, das so zu machen. Hast du gut gemacht. Danke. Ja, ich glaube, man muss auch tatsächlich nicht alle miteinander haargenau abgleichen, sondern einfach nur eins finden, wo... Genau. Ja. Ich habe übrigens schon relativ am Anfang einen Zettel ins Bild gehalten, wo drauf steht, ich tippe auf E. Einfach um meine Überlegenheit zu demonstrieren. Hast du sonst noch irgendwas in die Kamera gehalten, wovon ich wissen sollte? Nichts, wovon du wissen solltest, ne? Schlau geschachtelt. Dieses Rätsel ist recht knifflig, aber in nur einem Zug zu lösen. Richtig. Da man immer nur 3 Seiten gleichzeitig sehen kann.
Glücklicherweise muss man sich die Schachtel nur vor seinem geistigen Auge vorstellen, um die Lösung zu finden. Oder einfach nur abgleichen, wo fehlt was. Ihr habt knifflige Kniffkiste. Müsst sagen, woher. Es ist einfach. Jedes Rätsel hat eine Lösung, weißt du? Im Prinzip sind Kisten und Fässer sehr ähnlich. In beiden kann man Dinge verstauen. Sag nie wieder sowas über Fass! Nein, Kiste und Fass anders, wie Sonne und Mond. Die unterscheiden sich auch nur durch ein paar einzelne Pokémon. Richtig. Oh Mann. Wie Kartoffel und Tomate, anders. Nein, so will ich das nun auch nicht behaupten. Ich weiß nicht, ob ich wirklich verstehe, was er meint, Herr Wright. Glaub mir, Luke, das Einzige, was hier feststeht, ist, der Junge liebt Fässer. Junge nicht versteht, wieso Fass so, toll? Nächstes Mal komm in Fass mit Joe. Joe Fass voller Spaß. Da passe ich ja gerade mal mit meinem Fuß rein. Und der tut dann bestimmt weh. Nein, danke. Ich denke, wir passen nicht beide dort hinein. Schade, so traurig. Ah. Was für ein seltsamer Junge, was? Was für ein seltsamer Junge, was? Ist hier sonst noch was? Nee, die da und... War schon alles wahrscheinlich. Oh, jemand hat uns von diesem Fenster aus beobachtet. Ich bin Spanner! Froh, dass... Ich bin froh, dass Sophie im Wirtshaus geblieben ist. Sie sollte nicht hier draußen rumlaufen. Okay, da war was. Das Dach sieht aus wie ein das Dach sieht wie ein Gesundheitsrisiko aus. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, ich hoffe, es fällt uns nicht auf den Kopf. Komm schon. Da war doch was. Ach so, da. Obwohl so viele hier drinnen sind, scheint es das auszuhalten. Es ist wohl stabiler, als es aussieht. Okay, dann gehen wir doch mal weiter. Was hat es damit zu tun, wie viele drin sind im Haus? Keine Ahnung. Gravitation, weißt du, alles was Masse hat, zieht auch, hat auch eine gewisse Gravitation. Wir jetzt im Gegensatz zur Erde nicht so viel, aber vielleicht macht es ja einen merklichen Unterschied. Auf das Dach, offensichtlich. Ja. Oder offensichtlich nicht. Oh, Phoenix, Luke. Sophie! Danke. Ich habe einen lauten Knall aus Richtung der Stadt gehört. Hat da jemand einen Sound abgespielt? Es gab eine riesige Explosion. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Was für eine Explosion war das? Eine riesige Explosion. Gibt es auch noch andere Explosionen? Gigantomanische Explosion. Oder nur die kleine Explosion. Die mittlere Explosion. Das ist dann das Soundchen. Das ist dann das Soundchen. Das Soundchen. Sag hallo. Hallo. Nee, Joey hab ich gemeint. Jetzt ist ein Schwanz im Bild. Oh mein Gott. Sag hallo. 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 Jetzt ist ein Schwanz im Bild. Oh, das muss ich rausschneiden. Jetzt ist eine Muschi vorm Bild. Oh, solange es nicht deine ist. Oh, Moment, es ist ja deine. Ah, Joey, was machst du? Er hat irgendwas gedrückt. Auf der Tastatur. Hä, was ist das denn? Was denn? Okay. Ist er auf irgendwelche Seiten mit Pussys gegangen? Ja. Hey. Alles bei dir noch gut? Siehst du noch was? Ja, jetzt sehe ich wieder. Okay. Eine Explosion? Wir wissen es nicht, aber wir vermuten, dass Magie am Werk war. Oder zumindest... Scheidenpilz-Cremesuppe von Magie Meisterklasse. Ja.
die so gewirkt hat, dass jemand einen Sound abspielen musste.